hat gekostet, ich glaube 4 Euro oder 4,50 Euro, irgend sowas. War auch nicht schlecht, aber habe ich schon Besseres gegessen. Also, man hat es essen können ohne Probleme. Aber es war jetzt kein Gourmet. Es war jetzt nichts, wo ich sage, okay, da gehe ich wieder hin. Oh. Okay. Und ich habe es dann wirklich eben so gemacht, dass ich Freitag bin ich ja direkt aus dem Hotel ausgecheckt, weil ich ja Freitagabend mit dem Nachtzug wieder heimgefahren bin. Ja. Gott, das war so abartig. Der Kölner Bahnhof ist übrigens sehr gut organisiert, also... Oh ja, oh ja. Und auch die Ausschilderung von der U-Bahn ist der Hammer. Ja, überall, das ist genial, überall das ist sind Anzeigetafeln mit dem kompletten U- und S-Bahn-Streckennetz so. Man kann hat auch keine Chance, sich irgendwie nicht zu orientieren. So. Vor allem jetzt, wenn man keinen Plan hat, kann es auch nicht passieren, dass man aus Versehen in die falsche Richtung fährt einfach. Und ja, also. Also das ist einfach alles so gut ausgeschildert. Das war echt toll. Also ganz ehrlich, ich bin ja von Linz weggefahren. Linz hat einen Weltklasse-Bahnhof. Also das meine ich jetzt ernsthaft. Linz hat einen super Bahnhof, ist gut strukturiert, du hast genug Anzeigeschilder, der Informationsstand ist lang genug offen. Das läuft alles. Damit hast du keine Probleme. Nee. Was denn? Nee, Ölplattform. Bin am Arbeiten. Wo ist mein Spezialfahrzeug? Hier, was macht das da unten? Kann ich sagen. Achso ja. In Linz, super toll, keine Probleme, habe ich sofort zurechtgefunden. Köln, ich war kurz davor, einen Anfall zu kriegen, als ich zu diesem Infostand hinging dann am Abend, weil ich halt mit diesen ganzen Farbblenden überhaupt... Da stand ja auch immer so eine kilometerlange Schlange bei uns. Ja, also pass auf, folgendes, ich gehe zum Infostand, ja. Da war schon ziemlich spät, mein Zug ging ja irgendwie so um 8 Uhr abends oder so, und der Infostand macht ja auch um 8 Uhr zu. Ja. Ich war ungefähr um 7 bin ich von der Messe weg, weil ich dachte, okay, ich hole mir noch irgendwo was zu essen oder so, weil 10 Stunden haben Zugfahrt, ja, klar. Man will zumindest ein Frühstück haben. Hervorragend. Und im Zug, okay, ÖBB ist jetzt nicht so teuer, ich bin ja das ganze Ding mit der ÖBB gefahren, lief eigentlich auch ganz gut. So, wo brennt jetzt die Ölplattform? Hier. Lief, wie gesagt, auch ganz gut. Aber ist halt trotzdem, obwohl es relativ günstig ist, noch immer ziemlich teuer. Wobei da wieder das Spannende war, trinken ging vom Preis her. Aber egal. Bin dann eben weg, hab mich dann, hatte dann eben noch die paar Nudeln dabei, die ich halt vorher nicht geschafft habe. Und hab dann um 7:30 war ich dann da beim Bahnhof und hab mir die Info holen wollen, welcher Bahnsteig. Weil das wurde nicht angezeigt, eine halbe Stunde vorher. Weil dieser Bildschirm nur die nächsten 6 Züge oder so angezeigt hat, keine Ahnung. Ja, ich hab's dann irgendwann geschafft, um 3:15 da hinzukommen. Sagt mir die nur, ja, bitte achten Sie auf die Anzeigetafeln. Der nächste, bitte. Weiß ich nicht, was. Auf jeden Fall kam dann. Lass es 7:55 gewesen sein. Kann ich noch mit Ihnen rechnen? Die Anzeige, ich muss zum Bahnsteig 5. Der ist ziemlich weit draußen. Ja, da geht's diese Unterführung durch, gell? Genau, oh, und ja, jetzt such super mal Bahnsteig 5, wenn du dich da nicht auskennst. Ja, spaßig. Ja, und dann kommst du da hoch und dann musst du noch deinen Waggon finden, der auch nicht gerade wenig ist, weil der Nachtzug verdammt lang ist. Ja. Kann ich noch mit Ihnen rechnen? Bis du das dann alles richtig findest und so, das dauert. Also das fand ich am Linzer Bahnhof besser, weil da wurden die nächsten, ich glaube 20 oder 30 Züge sogar angezeigt.
Das heißt, du hast das schon eine Dreiviertelstunde vorher gesehen. Das heißt, du kannst zum Bahnsteig hingehen und dann hast du da auch noch ausgehangen gehabt. Ob es das in Köln gibt, weiß ich nicht. Ist der Flotte angefordert? Ja, ich muss das abliefern und die Gegner am Kriegsschiff. Okay. Der Kupfer. Was steht an? Also ich weiß nicht, ob es das in Köln auch gibt. In Linz hatten die das. Aber in Köln hatte ich ja keine Zeit zum Umschauen mehr. Und zwar auf den Bahnsteigen sind alle Züge, die halt regelmäßig nach Plan fahren, angeschrieben, wo welcher Waggon stehen bleibt und wo man da eben hin muss. Zum Beispiel, dass halt der Waggon 251 in Sektion E stehen bleibt. Dann kannst du dich rechtzeitig zur Sektion E hinstellen. Weil du es auch rechtzeitig siehst. Dann brauchst du nur noch in Sektion E 3 oder 4 Anhänger checken und du weißt, okay, da musst du hin. Nachdem ich in Köln aber sowieso keine Zeit hatte und einfach den Bahnsteig abgelaufen bin, bin ich dann irgendwann in irgendeinen Waggon rein und habe mich dann vom Schaffner den halben Zug, ich glaube, ich bin sogar den ganzen Zug durchgerannt. Also ich war komplett am falschen Ende. Ja. Bis ich dann endlich bei meinem Waggon war und da Platz bezogen habe und alles. Umtausch ausgeschlossen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es diese Aushängeschilder, also diese Aushänge auch in Köln gibt, weil ich keine Zeit hatte, das anzusehen. Aber die Organisation dort ist eine Katastrophe. Ja, also wir mussten mit der S-Bahn ja zum Kolonium. Ja. Und ja, das war auch beschissen. Ein trauriger Tag. Für mich? Was zur Hölle? Scheitern? Hä? Was ist jetzt passiert? Ich habe Kriegsschiffe. Neue Technologie entwickelt. Damit wir dieses... Da kommt so ein feindliches Kriegsschiff auf mich zu. Nee? Hä, hätte ich es jetzt nicht angreifen dürfen oder was? Jo. Ich habe keinen Plan, aber ich bringe einen Bauplan fürs Hydroelektrische hoch. Nach Megaton. Also wie gesagt, rein von der Organisation her ist Köln eine Katastrophe. Ja, weil wir haben dann die erste Ding haben wir eben die erste S-Bahn-Karte, also mit dem kompletten Netz, gell? Was in Stuttgart halt rumhängt, so, damit du weißt, wo du hin musst. Das Streckennetz haben wir halt im Zug gesehen. So. Wir waren erst auf dem falschen Bahnsteig, dann habe ich nochmal auf den Ding-Fahrplan geguckt und dann sind wir noch schnell auf einen anderen Bahnsteig gelandet, auf die andere Seite. Oh ja. Da beschissen. Was ich auch toll fand, ich habe ja nicht viel mitgekriegt, weil ich wie gesagt nicht lange dort war, aber was ich mitgekriegt habe, ist, dass sie registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Immer wieder Durchsagen gemacht haben, der Zug von so und so, der eigentlich schon von einer halben Stunde da sein sollte, kommt erst in 2 Stunden. Das fand ich auch ein bisschen hart. Deutsche Bahn. Ja, ich weiß nicht, was die machen. Bei der ÖBB funktioniert es doch auch und die fahren auch auf euren Netzen. Der Zug von Linz nach Köln bzw. zurück war komplett pünktlich. Die ÖBB und nicht die DB. Registriere neues Fahrzeug. Ist die ÖBB noch im Staatsbesitz? Zum größten Teil. Wir haben ja ein... Ja, aber das kann es doch nicht sein. Die ÖBB fährt auf eurem Netz pünktlicher als eure eigene? Ja. Welcome zu der deutschen... Also ein bisschen heftig finde ich es schon, aber gut, andererseits, ich weiß auch nicht, was dahinter alles steckt. Das Einzige, was ist, das ist aber überall fett ausgehangen, und zwar, dass die Züge, die aus Deutschland reinkommen und nach Wien gehen, leichte Verspätung haben wegen Baustellen der Deutschen Bahn. Das steht fett auf fast jedem österreichischen Bahnhof auf dieser Strecke. Oh, wie cool. Aber in Deutschland draußen sieht man nichts mehr. Das hast du wirklich gesehen, von Linz raus... waren noch 2 Bahnhöfe, glaube ich, Österreich. Da war jedes Mal dieses fette gelbe Schild, wo das drauf stand. Und dann über die Grenze.
Richtung Passau raus und so, nichts mehr. Gar nichts mehr. Also. Keine Ahnung, was da schief ging oder was da generell schief geht, aber. Ja. Nee, das Beste ist einfach, es ist jedes Jahr bei uns so, dass sobald der Winter anfängt, also wirklich mit dem ersten Schnee, mit den ersten Minusgraden, ständig Verspätung. Jedes Mal, jedes Jahr überrascht die der Wintereinbruch. Das ist echt interessant eigentlich. Das meine ich ernst, das ist echt traurig. Ich weiß nicht. Die haben auf unserer Strecke sowieso ständig Probleme mit den Bahnübergängen. Weil die irgendwie nie tun. Aber jetzt haben sie letztes Jahr auf der gesamten Strecke neue Kabel verlegt. Also da ist jetzt ein riesen Kabelkanal neben der kompletten Strecke. Und es funktioniert scheinbar irgendwie trotzdem nicht, weil letztes Jahr, erster Tag, erster Schnee und sofort fällt das komplett Zug aus, ne? Die schicken auch keinen anderen hinterher oder so. Ne, da stehen ja nur 300 Schüler irgendwie oder 400, die mit dem Zug fahren. Es ist immer der letzte Insel, Tobi. Echt? Ja. Naja. Ich glaube, bei dir ist geklopft, oder? Ja, wer ist weg? Okay. Dann kann ich jetzt wieder die bösen Pläne und Machenschaften veröffentlichen. Nein, Spaß. Ich soll gleich grillen. Hm? Ich soll gleich grillen. Ja, wir haben noch 3 Minuten. Okay. Vielleicht kriegst du bis dahin noch hin, 4 Tonnen vor einzuladen. Soll ja nur so schwer sein wie nötig, ne? Wollte ich gerade sagen. Achso, ja, Deutsche Bahn. Schienennetz. Ja. Katastrophe. Was ich auch nicht verstehe, in Wien wird zum Beispiel gerade der, oder weiß ich aber noch, wird oder schon wurde, bin da jetzt gerade nicht am Laufenden. Aber auf jeden Fall der Hauptbahnhof aus- und umgebaut. Das ging ja auch, da wurde das Ganze über einen anderen Bahnhof umgeleitet oder wird. Ich weiß es nicht, ob. Ey, wir haben hier unser schönes Milliardengrab Stuttgart 21. Ich meine, ich finde es gut, wenn sie es hinkriegen, aber ich glaube halt, dass ungefähr so wird wie der Berliner Airport. Aber wenn sie es hinkriegen, kriegen wir einen richtig geilen Bahnhof. Wenn nicht, ja, shit happens, ne. Fällt mir gerade ein. Wofür steht das 21 überhaupt? 21. Jahrhundert. Denke ich mal. Nicht fürs Jahr 2100. Vielleicht. Ich frage nur, ich will da niemanden Vorwürfe machen oder so. Modulkonstruktion finalisiert. Ich baue einfach ein bisschen was auf Reserve. Sicher, sicher. Das heißt, nächstes Mal baue ich dann noch die Biotikanzüge. Schreiben wir gleich mal in die Notizen. Dafür baue ich gerade nämlich das Kontor. Oder habe ich jetzt gleich vorzubauen? Ja. Und dann machen wir auch den Rückblick fürs nächste, für die letzten paar Monate an jetzt fertig. Ja. Und dann müssten wir eigentlich relativ bald fertig sein, oder? Eine Stufe haben wir noch.
Eine Stufe fehlt noch. Ja, okay. Und die ist jetzt fast fertig. Noch 9 Tonnen. Warnung. Produktion gestoppt. Ja, bis bald. Schon Rennsirene. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Nicht schlecht. Aber die Umstände haben sich... Scheinwerfer. Jawohl. Das klingt nach einem fairen Geschäft. Ja. Wir haben die Kohle. Naja, warum nicht? Da war ein Dong. Okay, das heißt, die Zeit ist um. Ich nehme jetzt einfach mal das Tech-Monument für den Dings. Ja. So. Ja. Wir haben die Aufnahme ja wieder schön rübergebracht jetzt. 8 Folgen anstelle von 6, das heißt, das sind fast 3 Wochen. Wir denken jedes Mal, wir werden fertig, ne? Ja, aber nächstes Mal werden wir es. Wir haben noch eine Stufe. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, ich sage wieder mein Sprüchlein auf. Bruder. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zusehen, Leute. Ja. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Habt Spaß, was immer ihr auch macht. Vergesst nicht, das Niveau zu heben. Wir senken schon genug. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Modulkonstruktion finalisiert. Ciao. Tschüssi. Kannst sofort losgehen.